So. Ich glaube, ich habe zu früh so gesagt, aber ist egal. Weiter geht's im Takt. Als nächstes kommt Skyscraper City. Das letzte Level quasi, wo wir damals auch das Ziel hatten, eine bestimmte Anzahl an Affen zu fangen. Das heißt, ab jetzt können wir auch ein paar mehr Affen fangen als vorher. Weil die letzten beiden Level, beziehungsweise die beiden Level, wo wir das Backtracking schon gemacht haben, ja, da war halt, wir mussten eigentlich nur zum Ziel kommen. Glücklicherweise haben wir in dem vorletzten Level alle Affen gefangen. Im letzten Level nicht ganz tatsächlich. Wobei, den konnte ich aber auch nicht fangen, weil mir da eine Sache gefehlt hat. Okay, wir haben offensichtlich die Magnet bekommen. Okay, im ersten Bereich sieht einfach mal gar nichts. Oh, Pipocci, ich brauche keine Hilfe. Okay. Das hier. Nein, hör auf, mir zu helfen. Ich habe doch schon gereilt. Ich bin irgendwann vertan. So, ja. Ich überlege gerade, wie ich jetzt hier am besten vorangehen soll. Autsch! Achso, genau, wir können ja nochmal. Ja, einen Blick darauf werfen, ob wir irgendwas erkennen. Ist hier auch die Statue of Liberty irgendwo? Schön Jessic-Musik. Ups. Dankeschön. Danke, Will. Aufs Maul! Bäh. Hier zum Beispiel, ne? Das ist ja für mich eigentlich so. Kann ich nicht kaputt machen. Ein Elefant, Hippo. Und. Das ist ein Schwein. Ich glaube, das ist ein Schwein, ne? Okay, auf den Arsch hauen bringt auch nichts. So. Nicht wieder zurückschieben. Das wäre nicht notwendig. Okay, so wie es aussieht, haben wir hier auch nur einen Gang, um weiterzukommen. Was sehr, sehr schön ist, wirklich. Was mich freut. Wenke kann man doch bestimmt nicht kaputt bekommen. Wenke sind für mich immer so eine Sache, die man kaputt bekommt. Ob es ein Shooter ist, ob es bei so einem GTA ist oder einfach auch in so einem Brawler wie Final Fight oder Streets of Rage. Wenn sie aus Holz. Okay, ja, hier wird nichts sein. Das glaube ich nicht. Ah, das war das Level. Nein! Gebe ich mir deinen Kram. Ein bisschen erinnert mich das auch an das Casino-Level. Obwohl es überhaupt gar nichts miteinander zu tun hat. Oh, nein. Hier können wir vielleicht mal einen Blick wagen. YouTube, will ich da hin? Ich glaube nicht. Nein, brauche ich glaube ich nicht. Ach Gott. Ach so geht's auch. Guck mal, ich kann es mir umgucken sehen. Schön. Schade, den Zehner wird's leider nicht. Verstehe nicht so ganz. Wo ist das jetzt genau? Ach so, da muss ich wahrscheinlich einmal komplett. Okay, verstehe, ja. Ich mag die Bananen. Weiß ich nicht, Töpfe oder was auch immer das da sein soll. Gefällt mir. Ab! Ach komm. Was? Uah. Eigentlich will ich ja nur durch, ne? Also mehr habe ich jetzt eigentlich nicht vor zu machen. Kann ich die Scheiben zerstören? Auch nicht. Nix geht hier, du. Ich muss trotzdem Auto fahren. Oh, ja, ja. Entschuldigung. Nicht, dass mir das langweilt, aber. Ach, schon. Wollte doch nur einmal schnell machen. Vielen Dank. Ach, schwimmen. Ja, hier müssen wir auch noch. Ja, mittlerweile haben wir es drauf. Ich bin schon der Rudermeister. Ja, nicht so ganz okay. Scheiße. Warte. Ah, andere Richtung. Ja, genau. Man kann natürlich auch einfach, wie gesagt, nach vorne zeigen. Hat das Spiel freundlicherweise auch mal darauf hingewiesen. Aber ich will es richtig machen.
Und was hast du dabei gedacht bei der Steuerung? So. Muss erstmal schön ab, Kollege. Hat ja gut funktioniert, ne? Ach guck mal, man kann damit ja, stimmt, auch Sachen einsammeln. Habe ich ja voll vergessen. Macht ja auch Sinn. Gut, ich weiß jetzt nicht, ob Gold magnetisch ist, aber... Hätte ich aber eher auf die Idee kommen können, dass man damit auch Sachen einsammeln kann. Den habe ich da schon rausgeholt, ne? Denke ich mal. Kannst du einfach nochmal versuchen, aber... Der ist raus. Der ist raus. Ah, okay. Stopp, stopp, stopp. Jetzt versprühe deinen Duft. Sieht falsch aus, weiß ich. Aber auch nichts mehr. Gut. So. Nase, Entschuldigung. Ja, Magnet. Kriege ich das so hin von hier aus? Das habe ich schon mal versucht, aber das hat auch funktioniert. Und das Auto. Zack. Ja, schön, dass man auch wieder zurück kann. Das ist so ein großes Level, ne? Ey, das ist unglaublich. Jetzt sind wir irgendwo, glaube ich, da, wo ich, wo mein Affenradar angeschlagen hat. Ich bin schön, wenn das... Ach, schade, das ist ich. Okay. Nur ein Stück weiter. Da hinten müssen wir hin. Okay. Habe ich überhaupt schon einen Affen gefangen? Das ist 6 Stück brauche ich, ne? Das ist unglaublich. Uah, ist irgendwas verpasst oder so? Das ist doch nicht so einfach, wie ich dachte mit den Affen. Ich dachte, ich renne so ein bisschen böse. So, ja, komm, machst du hier mal was, machst du da mal was, ne? Affen oder, Affen sag ich schon, Panzer? Nee, nein, ich glaube nicht. Wir gehen erstmal nach oben. Machen wir erstmal Stopp. Nein, 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 nein! Das ist doch so dämlich, das ist so dämlich, echt. Warum bist du denn hingefallen? Fällt überhaupt ein. Ich habe jetzt ja 3 Leben immerhin schon mal, ne? Mit meiner wundervollen Goldsammelei. So. Das hat sich ja richtig bisher gelohnt, ne? Aber ey, ich bin doch auf dem richtigen Weg, so wie es aussieht. Frage ist, sind das auch die Sachen, die ich jetzt auch gesehen habe? Das weiß ich jetzt nicht. Ob es quasi der Affe ist, den ich vorher schon gewittert habe. Das kann nicht gut enden, echt. Ah, guck mal, sind wir eh da. Kommst du da nicht rein? Hallo? Ach du heilige Scheiße, stimmt, das war so. Fuck, da ging ich nochmal schießen. Ach, der war mit dem Knopis. Also, okay, das macht ja wirklich Spaß mit dem Panzer. Trotzdem hilft mir bei meinem Problem jetzt nicht. Ja, okay, ich meine, das sind aber wie gesagt auch hier jetzt die letzten Level, ne? Also, da ist alles cool. Natürlich ein bisschen länger. Also mache ich hier auch zu. Ja, das war ich bin ein Fan davon, immer das Schlimmste zuerst zu machen. Ich mache ja erstmal den einfachen Kram, aber ne. Das kann ich. Krieg ich mein Gewissen nicht vereinbart.
Ich weiß, dass noch Scheiße vor mir liegt. Und ich Probleme machen wird. Bin ich nicht der Typ für. Ach, der war doch der Fels gelöht. Da krass 10 Minuten im Level drin, ne? Und noch keinen einzigen Affen gefangen. Ich brauche noch 7 oder 6 oder so. Au. Ach, der Panzer ist robust. Wunderbar. Wie viele Raketen ich bekomme, ne? Unfassbar. Und schön mit einem Schuss alle platt. So muss das sein. Die Motherfucker! Ja, auf die 10 Münzen da sind jetzt erstmal. Ist tatsächlich erstmal egal. Weil ich glaube, ich kriege noch ziemlich viel in den verschiedenen Leveln. Wenn sind ja 10 Scheine, ey, die 10 nochmal zu holen. Das sollte nicht das größte Problem sein. Ach genau, hier war der. Stimmt, hier war noch ein Affe drin. Ah. Ah! Hier sind mindestens 2. Ali Intense. Achso. Schwimme wie ein Affe und stech wie ein Affe. Wie hieß denn der? Wie war es nochmal? So, schwebe wie Schmetterling und stech wie eine Biene. Irgendwie sowas. Ich bin boxtechnisch nicht sehr versiert. Ah! Nein! Ich halte es nicht, weil ich zu dumm bin. Zu dumm. So. Kannst du nichts. Mann! Krieg zu viel! So! Meine Fresse, echt, was war das denn? Alter Vater, okay. Den Hund fische ich jetzt auch erstmal schön raus. Bäh. Ich verliere so viel. Hallo? So, war der Paar, wie war schon manchmal umsonst? Da sind noch welche. Gwenden laut, okay. Und Affen mit schlechten Manieren. Oh, da ist auch noch einer. Ricardo Flashy. Der bricht die Herzen aller Frauen. Nein! Nein, das ist doch falsch. So, das wollte ich doch gar nicht machen. Ich habe jetzt nicht viel Auswahl, glaube ich. Ne? Ich muss jetzt erstmal hier rein. Hier war ich noch nie drin, okay. Schöner neuer Bereich. Alter. So. Nein! Es ist so direkt. Es ist nicht so einfach, wie es aussieht, ne? Also, vorher denke ich, bin blöd. Ja, mag sein, aber, Weil das... Boah, ich krieg zu viel. Das Springen ist halt nicht so einfach. Ich darf halt nur nicht einfach zu spät den Doppelsprung machen. Ja, ich bin ja noch gleich ganz oben, aber ist mir scheißegal. Ich muss mich jetzt hier deswegen Leben verliere. Einfach nur, weil ich nicht springen kann. Und weil ich zu blöd wahrscheinlich offensichtlich dafür bin. Warum gehst du doch nicht runter dran? Hab dir gestiegen. Alter, mach mich das fertig. Ganz ruhig, Dennis. Zack. Schwerste Stelle im Spiel bisher auf jeden Fall. Definitiv. Die Perspektive ist auch nicht so geil, muss man sagen, ne? Ich mach schon wieder keinen Doppelsprung. Okay. Ah, oh, ich krieg's nicht hin. Alter. Ganz ruhig. Also ich mach den Part nicht vorbei, auch wenn ich jetzt die 15 Minuten gleich voll hab, bis ich die Kacke geschafft hab. Ohne Witz. Das ist so erbärmlich, ne? Dass man sowas scheitert. Aber ich kann euch sagen, es gibt zu 80% an der Steuerung. Wirklich. Na, okay. 60% Steuerung.
20% Perspektive. Nein, 30% Perspektive. 10% bin ich das. Ich will hier nie wieder hoch. Verstanden. Alter, verdammt. Komm, ich will die Kasse plündern. Ist das hier so ein Kaffeeladen? Banana Powder. Oh, boah, geil. Boah, ich hab's grad echt Bock auf einen Bananenshake. Ah, oh, versuche ich mir nachher beim Burger King oder so. Vorausgesetzt, die Maschine ist ausnahmsweise mal nicht kaputt. Hier so ein Klassiker, ne? Irgendwie die Shake-Maschinen und Eismaschinen bei Mc's und so sind immer kaputt. Gut. Okay. Aha. Gut, dass ich mal geguckt habe hier, ne? Was ist das? Kann ich die Wand zerstören? Ich muss die Bilder nicht hin. Nein. Okay, wir machen erstmal den Bereich, der jetzt kommt, würde ich vorschlagen. Und dann kümmern wir uns hinterher nochmal um die andere Seite. Also Magnet schon mal raus. Magnet doch. Ich hätte so gut getan. Da muss ich jetzt mal wie einen Schalter betätigen oder wie funktioniert das jetzt? Der ist tot. Das ist Mickey Auto. Tipp. Wo ist meine Sushi-Rolle? Vielen herzlichen Dank. Macht das denn, wenn ich wieder mal weiterfahre? Wie geil ich es einfach geschafft habe, ohne überhaupt auch nur hinzukommen. Schön. Zack. Nein! Das ist wohl gerade so. Es ist nicht zu fassen. Okay, zwei Stück haben wir hier noch. Okay. Alter, wie komme ich denn jetzt hier aus? Okay. Ich mach mal weiter, oder? Ja, einer wird ja wahrscheinlich versteckt sein, einer von den Affen. Alter, aber wie langsam die sind. Ich bin so dumm, ich wollte ja eigentlich schon längst den Part zu Ende machen. Egal, dann gibt es jetzt hier eben einen Schnitt und dann sehen wir uns dann gleich hier an dieser Stelle wieder. Also bis dahin und tschüss.